Diesen jungen Mann wollen wir heilen von der Krankheit Erleuchtung. Zack, ist das Köpflein weg, wird erstmal links entsorgt, rechts wird ein Abdruck erstellt. Ein Hologramm von etwas, das danach neu dazukommt. Wir haben bloß alle Krankheiten so leicht heilbar, dass man einfach den Kopf austauscht. Ja, und dann bekommen wir einen mit einer Pudelmütze drauf. Ein echtes Upgrade. Zauberhaft, Herzchen und schon 10 Patienten nochmal mittlerweile geheilt. Mit dem geheilten Patienten erhöht sich unser Ruf, sagt der ältere Herr mit dem Schnauzbart und dem erhobenen Erklärbär-Zeigefinger. Das ist schön. Ansonsten jede Menge Post, die neu dazukommt. Ich weiß, Erleuchtung haben wir gefunden und entdeckt. Was ist das hier? Also das sagen wir erstmal. Okay, alles gut. Und neue Krankheit, schlechtes Bauchgefühl wurde entdeckt. Chronische Miesepetrigkeit aufgrund eines nihilistischen Grimmdarmes. Sofort zur Apotheke mit Ihnen. Okay, was ist das hier? Kudosch? Wenn wir Ziele erreichen, Herausforderungen bewältigen, verdienen wir Kudosch. Damit können wir neue Gegenstände erhalten, sprich die freischalten, dass wir die danach auch noch kaufen können. Wir bekommen die also nicht geschenkt. Das sind die Gegenstände mit einem Schloss. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Hatten wir aber schon einmal. Und Bettengesicht. Oh Gott, das habe ich auch manchmal, ein Bettengesicht. Eine äußerst besorgniserregende Verzerrung des Gesichts, die durch komische Schlafpositionen verursacht wird. Ärzte empfehlen die Schlafposition stets durch einen Bettwinkelmesser zu überprüfen. Wohlgemerkt nicht mit einem Bettwinkelmesser. Das kann auch eingesetzt werden, allerdings zur Verteidigung gegen Einbrecher und ist in jedem gut sortierten Outdoor-Shop erhältlich. Alles klar. Alles untersucht? Prima. Okay, gut. So, wo geht es weiter? Geht es allen unseren Leuten gut? Wir müssen noch mehr Patienten mit Erleuchtung heilen, ja. Gibt es irgendwo Herrschaften, die trotz der vor sich hin dämmernden, wohltuenden Fahrstuhlmusik irgendwie unglücklich sind? Ich kann es mir kaum vorstellen. Einnahmen höher als die Ausgaben, Cashflow positiv, 125.000. Einige Patienten langweilen sich. Wer langweilt sich denn hier? Die Leute hier links, was können denn dann tun? Drin draußen werden die... Ach, das kann ja nicht lang sein. Worauf warten die denn? Wir schauen mal an, worauf die warten. Auf einen Termin in der Arztpraxis unterwegs zur Warteschlange. Und der hier wurde ins Zimmer gerufen. Also nur der wartet quasi. Das ist ja nicht so gut. Nein, nach Hause schicken kommt gar nicht in Frage. Wir brauchen eine Diagnose. Hier ist ein Arzt drin. Wo ist denn der andere Arzt? Muss man sich um alles selber kümmern? Das darf doch nicht wahr sein. Uns das Ärztepersonal mal anschauen. Wir haben 3 Ärzte mittlerweile. Der hier ist hier am Arbeiten. Das ist okay. Der hat nichts zu tun. Gammeltier sucht eine Arbeit. Das darf doch nicht wahr sein. Den nehmen wir gleich auf und geben ihm mal Stantepede Arbeit. Er soll hier mal weiterarbeiten. Ungültiges Verschieben von wegen Pustekuchen. So, ab in die Arztpraxis und jetzt sollte auch gleich. Wohin läuft er? Er rennt wieder zur Tür raus. Nein, er ruft, holt er einen Patienten. Ja, was macht er denn da? Sucht nach Arbeit. Hier ist doch Arbeit. Ach ja, die sind im Augenblick schon anderweitig, werden die versorgt. Oh, ein privater Brief kommt rein. Geschätzter Krankenhausleiter, damit bin ich gemeint. Ich habe ein Sterne-Krankenhaus jetzt. Ein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem von maximal 3, bewertet. Zur Feier des Tages habe ich deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet, sagt der Gesundheitsminister Tarquin Foxbridge. Eine ganz arrogante Sau, stelle ich hiermit mal ganz neutral fest. Ich soll mein Unternehmen in Hoxport weiter ausbauen, um noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn du es eilig mit der Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Du hast ganz allein die Wahl. Freigeschaltet ein Poster hier und das Krankenhaus Lower Bullocks, das gucken wir uns später an. Wir machen erstmal hier weiter und wollen erstmal hier, also ein bisschen, zumindest auf 200.000 würde ich das gerne hier hochskillen. Ich würde auch gerne mal gucken, wie das mit den Gegenständen ist und mit den Kudoks, dass wir die mal auf freischalten. Hier, Energy Drink Automaten können wir freischalten. Und ein Spielautomaten, der Amüsement bringt für Patienten und Mitarbeiter. Derzeit haben wir allerdings nur 180 Kudos. Das ist Kudos, das reicht vorne und hinten noch nicht aus. Ein paar preiswertere Sachen könnten wir schon freischalten. Ein Bücherregal. Dann könnten die Leute hier noch zusätzlich ihre Zeit hier vertreiben. Kleiner Heizkörper heizt einen kleinen Bereich. Noch brauchen wir die, glaube ich, nicht. Es ist den Leuten noch warm genug. Noch gab es keine Beschwerden. Ein Stuhl. Naja, wir haben ja bislang schon die Klimaanlage. Eine mysteriöse Anlage, die es kalt werden lässt. Noch hat keiner über Hitze.
Schweizer gejammert, oh, verbesserte Hygiene, Desinfektionsspender, das klingt eigentlich sehr, sehr vorteilhaft. Da könnten wir schon mal freischalten, dann überall unterbringen, dann werden wir keine Probleme so schnell mit der Hygiene bekommen. Yucca-Palmen, da haben wir auch schon andere Pflanzen, einen Trophäenschrank können wir freischalten, mit Trophäen vom Flohmarkt, um ein bisschen anzugeben, erhöht das Krankenhausambiente und das Ausstattungslevel, Zeitschriftenstände. Ja, wir haben da schon irgendwas anderes, wo man die Leute drin lesen können. Ein Geschenkeladen? Da können die Leute Geld verlieren. Das finde ich gut. Ist sauteuer. 1, 2. Süßigkeitenspender, das ist sehr gut. Dann können wir bald noch eine kleine Zahnarztpraxis eröffnen. Ein Trinkbrunnen. Auch eine gute Geschichte. Cheesewater Druck, ein Kunstdruck für die Wand, eine violette Bank, gibt eine silberne wie edel, Poster Anatomie, ein Poster Anatomie des Gehirns, viele, viele Poster, Poster Sehtest, Rorschach-Test, Berggemälde für die Wände, unfassbar viel Zeugs, Gold- und Silbersterne, die zweithöchste Stufe der Gutheit. Und so viel auf einmal, das macht ja gar keinen Sinn, das sich alles anzugucken. Also, wir haben schon viele gute Sachen. Wir haben noch gar nicht das Poster Erleuchtung. Und das gefällt mir schon mal ganz gut. Das würde ich gerne hier um Erleuchtungsfenster zum Beispiel aushängen. Wir gucken mal hier nach, wie hoch denn hier die Stufe 2, die kriegen wir aufgelevelt. Und auch ein paar von diesen Plakaten aufhängen, indem wir hier ein Erleuchtungsposter hinmachen. Hier kommen anscheinend auch viele Leute im Augenblick reinmarschiert. Zack, schon haben wir immer noch Stufe 2. Wir haben noch gar keine Pflanzen hier drin. Feuerlöscher, Abfalleimer, wir haben nichts hier reinpostiert. Nichts und niemand. Das geht der ganzen gar nicht. Dann packen wir hier noch einen Abfalleimer rein. An die Tür, passt er an die Tür? Ja, ist aber sehr hässlich, dann lieber hier in die Ecke. Hier in der Ecke versteckt. An noch nochmal so eine Pflanze. Jetzt haben wir schon Stufe 2. Ach, wir können ruhig noch so ein Poster der Erleuchtung. Poster der Erleuchtung, genau. Dann werden die Leute erleuchtet und können vielleicht irgendwelche neuen Religionen gründen oder was auch immer. Und wir stellen hier noch eine Pflanze hin. Komm, wir wollen es ja nicht. Jetzt sind wir bald schon auf der Stufe 3. Noch ein Pflänzchen hier vorne kommen. Zauberhaft. Stufe 3. Jetzt habe ich noch immer nichts mit Kudosh freigeschaltet. Was ist das hier? Zurück zur Karte. Ein neues Level. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Das ist wirklich nicely. Dort können wir unser zweites Krankenhaus errichten, aber machen wir auch. Ich will gucken, ob wir nicht noch den zweiten Stern hier holen können. Und wir gehen hier erstmal weiter und schauen mal, wie wir mit den anderen Krankheiten hier fertig werden. Erstmal weiterlaufen. Also ich hätte gern 200.000 zumindest, damit wir in einem anderen Krankenhaus hier richtig gut... Ja, verdiene 200.000, heile... Dann haben wir ein Zwei-Sterne-Krankenhaus, wenn wir das alles geholt haben. Das kriegen wir doch hin. Das muss doch möglich sein. Die Erleuchtungspatienten sind immer da hinten. Ärzte haben wir doch anscheinend genug. Der hat ja gar nichts zu tun. Worauf wartet der Kollege hier? Wartet auf die Termine in der Arztpraxis. Hier sind auch ein paar Leute, die weitergehalten haben. Wir haben womöglich zu viele Ärzte, also zu weniger mal definitiv nicht. Was können wir denn an weiteren Zimmern noch mittlerweile uns holen? Die Entleuchtungsklinik mehr nicht. Alle anderen haben wir schon eingerichtet. Pausenzimmer ebenfalls. Mehr ist ja gar nicht möglich. Also wenn wir hier erstmal nicht mehr machen können. Neue Krankheit wie C-Warzen. Igitt, eine eklige Hautkrankheit. Schmutzige Toiletten wird durch einen teuren Medikamentencocktail aus der Apotheke geheilt. Oder durch Hexerei. Okay. Aber wisst ihr was, wir wechseln jetzt doch mal auf die große Karte. Vielleicht lernen wir da, können wir dann noch mehr Einrichtungsgegenstände und mehr Zimmer bauen. Wir gehen hier rein an Lower Bullocks, expandieren, holen uns unser zweites Krankenhaus. Bin mal sehr gespannt, wie hier alles aussieht.
und wie groß die Herausforderung für uns ist. Wir hatten ja auch genug. Wir hatten mit 200.000 US-Dollar waren wir gestartet. Personalqualifikationen. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, den Tod mit 27. Nein, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Also, andere nützliche Bereiche, falls ihr Erfahrung habt, beispielsweise mit Elektroschocks, meldet euch, bin jederzeit gerne bereit, euch hier einzustellen, damit wir hier eine möglichst menschenfreundliche und effektive und stromschlagende Psychiatrie einrichten können. Oh, hier haben wir schon ein paar Sachen, das ist ja cool. Wir haben hier schon einen Empfangsbereich, wir haben hier einen überdimensionalen Raum hier für die ganzen... Welche hat er denn für eine Stufe hier? Stufe 3, wow, wir starten ja echt groß. Also brauchen ein Psychiatriezimmer, wird sofort gebaut, wir schauen uns aber erstmal das Gelände an. Ist das alles? Nur das kleine Klick, das ist alles? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Riesengebiet hier. Naja, wir nehmen es mal mit, sieht ja auch ganz hübsch aus. Daneben können wir hier noch, was ist das? Vielleicht können wir da irgendwie noch einen kleinen Ponyhof errichten. Rein in das, in die Zimmerauswahl und die Psychiatrie. 6100, kein Problem, wir haben es ja. Und das machen wir mal. Ja, eine richtig schöne Psychiatrie. Gleich hier auf dieser Seite. Also wenn das hier wirklich so viele Leute Probleme haben, dann machen wir mal einen richtig großen Raum. Dann machen wir so ein. Eine Tür, ja gerne. Wir brauchen einen Psychiater-Sessel, eine Psychiater-Couch. Oh, kann das sein, dass ja wirklich immer nur einer zur gleichen Zeit. Nee, also von wegen Privatsphäre. Kann das sein, dass wir doch lieber einen kleinen Raum machen sollten? Wenn wirklich Gruppentherapien, das sieht doch eher aus, als ob es hier nur Einzeltherapien gibt. Ich mache das mal ganz schnell wieder weg. Wir brechen das nochmal ab und ich mache wirklich nur einen Einzelraum. Also wenn ich Patient wäre und ich würde mich für einen Rockstar halten, dann würde ich erstens Privatsphäre haben wollen und zweitens als Rockstar glaube ich, ich existiere nur im Singular und möchte auch nicht im Plural behandelt werden. Das würde doch meinem gerne groß Status, den ich mir zubillige, überhaupt ganz und gar nicht entsprechen. Also wir machen einen Raum hier auf dieser Seite. Ein Dreierraum, das reicht, kommt. Wir machen mal einen Vierer. Wisst ihr warum? Wir machen mal einen Vierer, weil die Rockstars, die halten sich ja für die Allergrößten. Und entsprechend sollten die auch einen großen Raum bekommen. Wir machen so einen kleinen hier. Also wir brauchen einen Psychiater-Sessel für die Diagnose, einen Psychiater-Couch für die Patienten. Von beiden Seiten begehbar, okay. Ja, das Licht soll von der Seite reinfallen. Der Sessel, eigentlich direkt daneben. Die Leute sollen immer schön gucken können. Dann machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Dann wollen wir das aber auf einen Rockstar aber richtig hübsch hier auch machen. Und Erleuchtungsposter. Wir machen den obligatorischen... Oh, die Tür natürlich, um Gottes Willen. Die Tür hier hin. Und dann noch einen Aktenschrank. Von wegen, wir respektieren die Privatsphäre der Patienten. Ja, indem wir hier alles über sie notieren. Gerade bei Rockstars kann man sich doch möglicherweise den ein oder anderen Nebenverdienst als Krankenhausleiter noch dadurch holen, dass man intern aus ihrem Privat- und Sexualleben an die örtlichen Gazetten verkauft. Harr. Ein Fenster, damit alle reingucken können und sehen können, da ist ein Rockstar, toll, ich will hier auch hin. Nein, machen wir nicht. Ein Pflänzlein hier hin. Ein Pflänzlein direkt daneben. Noch eins hier hin. Den obligatorischen Abfalleimer. Und jetzt sind wir bei der Stufe 2. Ach, wir schalten noch irgendwas Hübsches frei. Eine Lampe. Na, natürlich, wir haben dann Licht, unbedingt. Da hau ich meine Kudosch für raus. Und... Sichtschutz? Ah, dann könnten wir doch mehrere hier reinpacken. Diagnosebücherregal, Bücher über Psychiatrie, die Diagnosekompetenz erhöhen, das wäre sogar hilfreich. Dann würden die Leute nur... Das ist ja sogar nützlich. Das finde ich cool. Aber jetzt haben wir die... Also Lampen brauchen wir, glaube ich. Lampen finde ich absurd. Also ein Raum ohne Lampen, das geht ja ganz und gar nicht.
Die Lampe stellen wir neben den Patienten, damit ich dem Arzt nicht ins Gesicht gucken kann und er ein bisschen rätselhaft und mächtig dadurch wirkt. Die stellen wir also hier hin. Ja, jetzt sind wir schon fast bei Stufe 2. Dann packen wir noch, wir wollen nicht so sein. Wir packen nur eine Lampe auf die andere Seite und sind bei der Stufe 3. Das soll erstmal genügen. Alles klar? Alles gut? Ja. Und okay, bestätigen das Ganze. Da ist es. Jetzt brauchen wir noch, lasst mich mal raten, ein Arzt wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wir haben doch einen Doktor schon. Oh, wir wurden von Bungel Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich Ihre psychiatrische Lizenz entzogen wegen eines Vorfalls. Lasst mich raten. Wir haben unsere Stromrechnung nicht bezahlt. Es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, Ihre Psychiatriepatienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger Ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Klingt gut. Jede Möglichkeit, Mammon zu erwirtschaften, ist sicher hilfreich für die Patientin. Solange unsere Organisation allerdings keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche technologische Unterstützung froh sein. Okay, deshalb sollten wir mit Bungel Technologies, die mit ihnen zusammenarbeiten. Sehr interessant. Jetzt sollen wir aber erstmal unseren Doktor nehmen. Das ist doch hier ein Doktor, oder? Ja. Aber haben wir denn hier schon einen? Nein. Sag mal, wie fit ist der denn? Ist das hier... Was hat er denn für Fähigkeiten? Diagnosekompetenz allgemein und der kann als Psychiater arbeiten. Dann kommt der hier hin und dann holen wir noch einen normalen Arzt hierfür. Oder wir nehmen immer einen und denselben. Wir gucken mal, ob wir einen guten Arzt haben. Einen guten, so, ach, die sind ja fit hier, schaut mal. Rack Buns, was bringt der mit? Der kann auch als Psychiater arbeiten, cool. Ebenfalls, super. Und er hier? Allgemeine Behandlungskompetenz. Ja, der ist gut. Dann nehmen wir Beatrice Pfannwender. Was ist denn das für ein Name? Stellen die Kollegin ein und setzen sie hier nicht im Haushalt ein als Pfannenwenderin, sondern hier in der Arztpraxis. Und ja, lass mal weiterlaufen und machen schon mal so schöne Dinge wie ein Pausenzimmer beispielsweise. Dann kommen denn die ersten Patienten, Mensch. Da kommt ein ganzer Bus mit einem Rockstar. Cool, schaut mal. Oh, ist der cool. Na, ja. Ich glaube, er hat auch ein kleines orthopädisches Problem. Meine Güte, was für ein Typ. Hi. Ach, er hält sich ja nur für einen Rockstar. Er ist ja nicht wirklich einer. Ganz ruhig bleiben, sagt Beatrice Pfannwender. Diagnose, Zufriedenheit, alles okay. Da kommt schon der Nächste. Gott, die enden sich ja wie ein Alter im einem anderen. So, und wie läuft die Diagnose jetzt hier ab? Und jetzt wird sicher geredet. Bla bla bla, ja. Mhm. Um Gottes Willen, mein Kopf. Mein Gott, der hat ja einen Oberbiss. Aha, und der Doktor hier, ja, kratzt sich weise am Kopf, nickt gütig, notiert sich, mit welchen Medikamenten er geheilt werden kann. Und er ist ein anderer Mensch, hält sich nicht mehr für einen Rockstar. Und hat auch prompt nur noch einen anderen Schnurrbart und nicht mehr diese Überbisszähne. Fantastisch. Und leidet an einer fortgeschrittenen Merkuritis, hielt zuvor. Er ist geheilt. Alles gut gelaufen. Super. Für 20 Tage? Nein, er wurde... Der Zustand geheilt gilt für 20 Tage oder wurde er binnen 20 Tagen geheilt? Ich weiß es nicht. Oh, hier warten immer viele Leute mittlerweile. Jetzt machen wir erstmal die anderen Zimmer hier. Wir gehen rein und bauen ein. Wir bauen Toiletten, wir bauen ein Pausenzimmer und eventuell auch eine Apotheke, damit die gute Medikamente bekommen können. Also, erstmal ein Pausenzimmer für die ganzen Mitarbeiter und für die Patienten, obwohl, sind die schon mal auf Toilette gegangen? Guckt mal, wie viele Fenster hier auf der Rückseite sind. Ja, so viel zum Thema, wir respektieren die Privatsphäre. Harar. Null und niente. Also wir machen erstmal ein großes Pausenzimmer. Das machen wir hier. Nee, wir machen das woanders, Leute. Wir machen das Pausenzimmer
Ja, hier ist schön viel Platz. Wenn richtig groß ist, dann können alle auf einmal rein. Und dann noch die Tür, die machen wir hier hin. Dann das Übliche. Ein Sofa. Oh, hier kann man keine Lampen reinstellen. Das ist ja ein Ding. Die Tür fehlt noch. Nein, die Tür hatten wir schon. Fenster kann man hier aber wirklich. So ein helles, schönes Fenster hier. Im Eingangsbereich, klar. Dann sind wir bei der Stufe 2 angelangt. Okay, dann noch ein paar Spinde in die Ecke. Kann man nachher wieder verschieben, also. Ein Getränk- und Snackautomat haben wir, die draußen stehen oder drinnen? Na, wir stellen mal drin jeweils einen, denn. Fall einmal daneben. Jetzt haben wir Stufe 3. Das soll mir erstmal genügen. Ohne Pflanzen ist egal. Kommt. Ne, wir haben Stufe 2, oder? Ne, wir haben Stufe 3. Also alles bleibt, wie es ist. Alles gut wird bestätigt. Da haben wir noch Toiletten. Sonst könnte es eventuell die ein oder andere Verspannung geben. Eine Toilettenkabine. Nächste. Waschbecken. Handtrockner. Na? Ach, das ist der Eingangsbereich. Das ist die Tür, da geht's nicht. Stufe 1, da geht auch noch ein kleines bisschen was. Da ist kein Platz mehr. Alles klar, Stufe 2 soll mir reichen. Bestätigen wir. Und damit können wir jetzt schon mal arbeiten. Ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen. Noch verlangt keiner eine Apotheke. Haben wir genug Ärzte? Der scheint lange zu warten. Wofür hält der sich denn? Der braucht nur eine Diagnose. Ist vorher dran. Brauchen wir zwei Arztpraxen? Ah, ist in der Warteschlange zur Psychiatrie. Jetzt kann er aber rübergehen, ne? Und da kommt schon der nächste Rockstar. Unfassbar. Die stehen echt Schlange. Was hat die denn? Nichts zu tun? Und wer ist die Dame? Nachwuchshausmeisterin. Sucht eine Arbeit. Ja, das kann ich verstehen. Ach, wir wollen auch gleich schon mal hier noch ein paar, auch draußen.
doch ein paar Abfalleimer hinstellen. Da ist schon ein Feuerlöscher, das ist ja schön. Oh, er braucht Medikamente. Er hat verbalen Durchfall. Sehr witzig. Gleich eine Apotheke mal einrichten. Die sollte eigentlich, das ist ja auch ein zentrales Gebäude, ne? Die können wir direkt dahinter einrichten, oder? Das sind zwar, das sind sicher blickdichte Fenster. Oder hier auf der anderen Seite, komm. Und dann brauchen wir einen Gegenstand, den Medikamentenmixer natürlich. Den haben wir beim letzten Mal schon in Aktion gesehen. Und hier wollen wir es auch ein bisschen hübscher machen noch. Und das Poster der Erleuchtung. Stufe 2, das soll doch reichen, komm. Dann brauchen wir noch, müssen wir noch einstellen, einen, war das ein Assistent und einen Krankenpfleger? Ich glaube, ein Assistent, ne? Apotheke braucht einen Krankenpfleger. Maisie Spucker, oh Gott, ich will nicht wissen, was die für eine Angewohnheit hat. Und Rose Bira, was bringt die mit? Behandlungskompetenz hoch, okay. Stationsverwaltung. Bei einer Station und in der Frakturstation besonders gut. Ja, das ist ja nichts, was wir im Augenblick haben. Auch hier. Aha. Wir nehmen erstmal hier die. Oh. Wir können jetzt für den Medikamentenmixer dank Bungle Technologies ein Upgrade bekommen und für den Easy-Scan ebenfalls ein Upgrade für allgemeine Diagnosen. Wenn wir diese Upgrades für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Von wegen braucht qualifiziertes Personal. Es reichen auch gute Verbindungen zur Industrie. Um Upgrades für eine Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung. Wähle erst die Maschine und dann die Upgrade-Option aus. Oh Gott, wie kompliziert. Das machen wir alles in der nächsten Folge. So, wir brauchen einen Hausmeister, wir brauchen Upgrades, wir brauchen noch mehr Zuschauer, wir brauchen noch mehr Kommentare auf YouTube und dann wird das alles schon klappen, bin ich mir ganz, ganz sicher.